Abgeordneten zum Beispiel sind, sehr viele Damen und Herren, Herr Bickel, jetzt verstehe ich noch weniger, was Sie eigentlich wollen. Ich würde sagen, die Ziele, die im Haushalt in Untergruppen genannt sind, sind nicht transparent genug oder es sind willkürlich gewählte Ziele. Ich würde ja zustimmen, dass die Produktgruppen, dass das nicht immer total transparent ist. Und dann ist aber noch die Frage, wer bestimmt, wie definieren wir denn unsere Ziele? Sie sagen jetzt, man sollte externe Dienstleister beauftragen, ein Konzept zu erstellen. Aber immer noch, wer definiert die Ziele? Sie sagen, Nachhaltigkeitsstrategie ist doch alles ganz klar, es gibt nur die Nachhaltigkeitsziele der UN. Aber was heißt das jetzt? Wir haben gerade die Klimaschutzstrategie beschlossen. Meinen Sie die? Oder meinen Sie, wenn Sie sagen, Punkt Armut, was beim Pakt gegen Armut rauskommt? Oder meinen Sie beim Bodenschutz, den Sie gerade beschlossen haben, wo ich Ihnen gesagt habe, das Problem ist, dass keine konkreten Ziele genannt sind, weil es Ihre politische Aufgabe wäre, zu sagen, das ist unser Ziel für dieses Jahr, für nächstes Jahr und da verbessern wir den Leistungsgelegten Bodenschutz zu machen. Das müsste doch hier beschlossen werden. Also ich verstehe nicht, welche Nachhaltigkeitsziele es sind. Und Herr Wett, Sie hatten gesagt, alle anderen Städte, die kriegen es auch. Aber lesen Sie Ihre Beispiele nochmal durch. Sie haben gesagt, Düsseldorf bei der Beschaffung. Ich bin absolut dafür, dass wir die Beschaffung nachhaltig steuern. Aber dann müssen Sie die Beschaffung nachhaltig steuern und festlegen, was das heißt. Das gibt es aber bis jetzt noch nicht, wie wir das anpassen seit der Veränderung. Das ist hier drinnen, sehe ich das nicht. Ich weiß, wir hatten für Kassel eine Anfrage dazu und es ist gerade in der Arbeit, wie man die Beschaffung verändern kann, aber dann muss man die Beschaffung verändern. Sie hatten genannt das Beispiel Berlin. Auch da das ganz konkret das Thema Beschaffung, wo in der Stadt geregelt wurde, so kann man Beschaffung nachhaltiger regeln. Ihr anderes Beispiel war der Nachhaltigkeitsbeirat. Ihr meint jetzt in Kassel, wollen Sie jetzt einen neuen Nachhaltigkeitsbeirat machen oder meinen Sie jetzt einen Klimaschutzbeirat oder meinen Sie die Nachhaltigkeitsstrategie der Dokumente, auf was beziehen Sie sich? Mir ist es noch viel weniger klar, was Sie wollen. Also ich bin dafür, dass wir den Haushalt transparenter machen. Ich bin dafür, dass man auf einen Blick sehen kann, so weit sind wir zum Beispiel beim Bereich Klimaschutz. Das kann man im Moment nicht sehen. Ich finde, die Maßnahmen des Klimaschutzrats würden sich anbieten. Aber das ist mit Ihrem Antrag unklar. Also da werden wir keinen Schritt weiter sein, außer dass man sagen kann, wir haben doch jetzt ein Nachhaltigkeitsmanagement in Auftrag gegeben. Vielleicht noch mal ein bisschen konkreter.